Hallo und herzlich willkommen zu Teil 35 von The Mage Seeker. Mysteria ist zum ersten Mal, ne, besiegt haben wir es ja nicht. Eigentlich war es ein, ich sag mal, unentschieden. Es hat uns beide fertig gemacht. Es war auf jeden Fall ein harter Bossfight. Und wir sind jetzt wieder unterwegs auf Nebenmissionen. Und vielleicht die letzte dieser Nebenmissionen. Also es gibt ja so zwei Nebenmissionen-Linien. Einmal das mit dem Koloss und das mit dem Wald mit Jobs. Und das mit dem Koloss könnte hier tatsächlich jetzt vielleicht das Finale sein. Zumindest heißt die Mission, zerstöre den Koloss. Also wer weiß, wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall sehen wir hier, wir haben jetzt eine geile Fähigkeit gekriegt. Das ist aktuelle Lebenspunkte vervielfachen den Schaden. Also wenn wir wenig Lebenspunkte haben, sieht schlecht aus, aber wir haben ja viele. Und ich meine, beim letzten Mal war das komplett krass. Also es war komplett krass. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, ob das denn noch stimmt. Hallo? So. Ich drücke da immer die falsche Fähigkeit, weil ich möchte den Magie entziehen. Die Fähigkeit drücke ich, aber das ist ja nicht die richtige. Jetzt kommen keine Gegner mehr. Jetzt haben wir die Fähigkeit. Das bringt uns nachher gar nichts. Ja, weiß nicht. Irgendwie sind sie ein bisschen unspektakulär, wenn man den Dreh, den Knips so ein bisschen raus hat. Das ist jetzt nicht mehr die größte Herausforderung. Da unten will ich aber hin, auf jeden Fall. What? Das war so klar, nachdem ich wieder irgendwie einen Mund aufmache, passiert sowas. Klein bisschen Petrizid, das wird für unser letztes Upgrade, aber wir haben eh schon genug fürs letzte Upgrade. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder ein Achievement. Ich glaube, ich habe tatsächlich ziemlich viele. Normalerweise, also ich bin kein Achievement-Hunter und auf Steam dann sowieso noch ein bisschen weniger. Aber ich glaube, wir kriegen hier tatsächlich fast alle in dem Spiel. Okay, nächstes Upgrade. Nahkampfschaden für kurze Zeit erhöht. Das wäre natürlich als Kombination mit dem Lebensding ziemlich geil. Das will ich nicht. Das finde ich blöd. Machen wir das hier. Und zwar, ja, eigentlich egal, wir brauchen hier keine Magie mehr. Jetzt will ich aber einen Kampf und kein... Oh, was ist denn das für ein ekliges Viech? Ich meine, das kennen wir schon, aber... 109 und jetzt mit Upgrade? Gleich viel, okay. Dann lässt es gar nicht kombinieren, oder was? Macht das auch nie Zusatzschaden? Ich glaube nicht, gell? Das ist wirklich nur der normale Schaden. Aber das ist halt einfach völlig krank. Über 100 Schaden. Wir werden halt einfach fast gewonnen-hittet. Das ist, sowas finde ich manchmal komisch. Weil, also keine Ahnung. Ich meine, die testen das ja. Und es gibt ja Sachen, die... Das ist sicher häufig so, dass nach irgendwelchen Tests manche Sachen noch echt OP sind. Weil es dann halt auch manchmal schwer ist herauszufinden. Oder weil es eine geile Kombination gibt, mit der man dann irgendwie das OP-Set zusammenbauen kann sich. Aber das ist, ich finde, es ist offensichtlich, dass die Fähigkeit eigentlich zu stark ist. Aua. Ich glaube, da heilen wir uns auch. Klar, die wird schwächer, je mehr Schaden man kriegt. Andersrum wäre es interessant, mit wenig Leben, dass man da mehr Schaden macht. Das wäre viel interessanter. Ja, dann müsste ich überlegen, ja, riskiere ich's? Ich habe es, glaube ich, eh schon mal erzählt, gell? Es tut mir leid, wenn ich ein paar Sachen mehrmals erzähle. Für ein bisschen Geld. Für ein bisschen Geld laufen wir weit. Ich glaube, wir haben echt fast jedes von diesen Dingern gekriegt, von diesen Petrizidteilen. Oh krass, können wir da jetzt außen rum gehen? Ah, eine Silberschwinge. Schön.
Und jetzt will ich was testen, ob ich von außen die Sachen reinwerfen kann. Ich habe hier gerade Mystik, das wäre ziemlich geil. Ja, es geht ein bisschen drüber tatsächlich, aber ja. Zu wenig. Schade eigentlich. Das ist klar, dass sie rauskommt. Das ist so klar. Man wird dann schon schnell schwächer, muss man sagen. Man wird doch schon ganz schön schnell dann schwächer. Gab es da noch irgendwas? Nee, gell? Hier war Endstation. Und es geht eine Etage tiefer und es gibt noch eine Fähigkeit mehr. Ich glaube, es war in jedem Level gab es eins so eine Etage mehr. Soll ich doch das nehmen? Gesamtes Mana? Nee. Komm, wir machen das. Das heißt, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht getroffen werde. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber dann wird der Schaden, glaube ich, abartig hoch. Außer skaliert halt auch nicht. Ich habe das Gefühl, das andere skaliert schon nicht. Hä, mache ich jetzt weniger Schaden? Ich mache jetzt weniger Schaden, oder? Okay. Boah, ist so wichtig, nicht getroffen zu werden. 161, 196. Ich darf halt auch nicht runterfallen, gell? Das macht, glaube ich, auch. Das resettet es bestimmt auch. Oder hat es jetzt schon resettet, weil ich jetzt doch zu lang gewartet habe? Egal. Ist auf jeden Fall, ich habe gesehen, 196 ein Schlag. Jetzt wird es gerade aufregend, weil jetzt will ich auf keinen Fall getroffen werden, das noch weiter hochzuziehen, aber ja, irgendwann. 210. Selbst den Typen mache ich 10 Schaden. Und tschüss. 294, okay. Wenn ich so zum Koloss gehe, ich muss ihn nur zweimal schlagen, dann war es das. One-Hit. Puh, das war knapp. Wo ist das, glaube ich? Geht, glaube ich, nicht höher, gell? 196, aber ich meine... das ist vielleicht auch völlig ausreichend. Vielleicht. So, eins kriegen wir noch, mindestens, gell? Was machen wir weg? Boah, maximale Lebenspunkte. Oha. Das ist so krass. Damit, das skaliert halt wieder mit allem. Und da vorne ist er, oder? Da oben ist er. Ist nur kein Treffer mehr kassieren. Oder kommt er jetzt direkt? Ich bin gespannt. Hä, das ist einfach nochmal so ein Kopf, oder was? Oh, es sind zwei Köpfe. Aber keine Chance. Mit unseren Fähigkeiten. Ich würde sagen, das ist echt hart, aber... Wir hauen den Unterschnitt jetzt mal kurz runter. Okay, vielleicht auch nicht. Man hat weniger Schaden deutlich, gell? Magie ist halt gegen die gut. Und das war's, ne? Resettet. Boah, von 2, das hat mir mal von 32 Schaden gemacht, jetzt machen wir noch 11. Die nehmen einfach irgendwelche an. Ich glaube, ich muss meinen Odes wird voll leicht zurücknehmen. Kann ich da durch? Nee. Eis und Feuer haben wir. Feuer kann man einsetzen. Vielleicht soll ich ulten. Gegen Eis hätte ich früher machen sollen.
Eine muss fast kaputt sein, oder? Jawohl. Kann ich jetzt immer Eis rausziehen? Das ist ja geil. Oha. Aber das wechselt jetzt nicht mehr, oder? Okay, wir haben keinen Trank mehr, aber wir haben nochmal Wiederbeleben. Ich muss einfach ganz cool runterspielen. Ups. Ich muss es einfach ganz cool runterspielen. Das wird schon. Jawoll. Aber war das jetzt der Koloss? Das waren jetzt einfach zwei Köpfe. Ich weiß nicht, ob man das als Koloss sehen kann, aber ich verliere die Fähigkeiten. Hoffentlich sehe ich diese Nachahmerzauber nie wieder. Hä, warum? Die sind cool. Hallo? Die traden voll, traden alles. Oha. Okay, wir haben alle, Freunde. Was passiert, wenn man genug hat? Das sehen wir jetzt gleich. So, noch hat jeder... Haben wir jeden brauchen können. Für sie immer noch. Jetzt kommt Oberon noch. Ah, stimmt. Und links gibt es auch noch, ja. Okay, dann reicht es doch noch nicht ganz. Treffen wir jetzt den Kerl noch, der sich da dagegen irgendwie gewehrt hat? Aber das war halt immer noch nicht der Koloss eigentlich, oder? Es hat ihn getötet, bevor er zu Ende reden konnte. Was? Er hatte keine Chance. Armer Narr. Hätte er uns nur früher gefunden. Ah, der Typ, oder was? Der Magiesuchende, der sich gegen die gestellt hat. So, Eisschaden plus, plus, plus. Mystik Schaden plus plus plus. Hier fehlt noch eins, gell? Und da noch zwei. War das jetzt das letzte? Ich glaube schon, gell? Erledigt. Der magiesuchenden Koloss wird nicht marschieren. Gute Arbeit, Silas. Das Projekt wird so schnell nicht wieder aufgenommen. Wir können also wieder Magier befreien und Magiesuchende bekämpfen. Die Arbeit meines Ahn wird nie wieder missbraucht. Ohne dich hätten wir es nie geschafft, Silas. Lailani wäre stolz. Sie lächelt auf uns herab, wo sie auch ist. Okay. Jede Mission zählt. Ja, jedes bisschen Geld zählt. Aber ich muss sagen, wir brauchen jetzt, glaube ich, gar kein Geld mehr, oder? War's das? Reicht uns das für alles, um alles abzugraden? Hier gibt es noch eine Sache. Damit sind wir komplett gemaxed. Unsere Stats zumindest. Gibt es ein Achievement? Es gibt kein Achievement. Das ist ja eine Frechheit. Dann hole ich jetzt hier alles noch, oder? Was geht? Natur ist voll... Wind ist voll. Boah, hier gibt es noch viele, die ich kaufen kann. Kurze Lunte und Gewitter. Was war kurze Lunte? Ja, das war das. Das war auch cool. Auch eine coole Fähigkeit. Reicht es uns? Wird ganz knapp, gell? Wie viel fehlt bei Mystik noch? Da fehlen auch noch zwei oder drei Fähigkeiten. Zwei. Okay, Unsichtbarkeit. Eigentlich hätten wir Unsichtbarkeit nicht kaufen sollen. So, und jetzt die letzte Fähigkeit. Eigentlich das letzte, was wir uns kaufen können. Damit haben wir alles. Zauberwirken. Das gab zumindest mal ein Achievement.
Aber ich gucke jetzt nochmal alles durch, dass ich auch alles gesehen oder dass ich mit Sicherheit auch alles habe. Das hier habe ich auf jeden Fall alles. Hier habe ich auf jeden Fall alles abgegradet. Dann gab es beim Ruko noch, aber das habe ich auch, glaube ich, alles. Das habe ich auf jeden Fall alles, ja. Bei Jobs gab es, glaube ich, nichts. Und hier beim Aiden gab es noch was. Oh. Und da habe ich auch alles. Okay. Das heißt, wir können mit unserem Petrizid nichts mehr anfangen. Okay, dann gibt es jetzt noch die Mission mit Jobs. Ich meine, ich schicke die Leute dann trotzdem dahin, weil warum nicht? Hallo? So. Das Monster, das du und Jobs im Wald gefunden haben, kennt all eure dunkelsten Geheimnisse und will euch definitiv fressen. Aber ihr müsst stark sein. Findet dieses Ding und vernichtet sie. Oh, was? Feuer und Feuer? Da kommt nur Feuer. Dann müssen wir auch Feuer mitnehmen, ha? Schick mir jemand anderen. Schick mal sie. Dass sie da nicht einfach runterkommen. So, einmal und... Oder warte. RBYX, RBXY. Oder Licht nochmal. Ich nehme nochmal Licht. Oder soll ich Eis mitnehmen? Weil wir ja viel gegen Feuer kämpfen. Ja, komm. Wie am Anfang, Feuer und Eis. So. Und dafür nehmen wir jetzt auch noch schöne Fähigkeiten mit. Beziehungsweise nehmen wir eh dabei die Feuer- und Eisfähigkeiten. Ich gehe wieder da raus, Jobs. Bist du sicher, dass du das möchtest? Was auch immer da draußen in den Wäldern ist, es wird mich nicht bezwingen. Dann komme ich mit dir. Vielleicht ist das Fiddlesticks, aber das glaube ich nicht. Okay. Verschwindet einfach mal, Jobs. Und was, war es das schon direkt? Feuer, Eis, vielleicht. Vielleicht soll ich was anderes mitnehmen. Ne, ich lasse es. Lass es drin, Drachenabstieg. Aber das sieht echt so aus, als würde jetzt direkt das Finale kommen. Morgana, aber das ist nicht Morgana. Ich verdamme dich, Silas aus Gelichter Graben. Die verhüllte Herrin. Du bist meine Gegenwart nicht wert. So viel Schrecken, so viel Blut an deinen Händen. Wie kannst du ruhig schlafen? Ich habe Fehler gemacht und Frieden mit ihnen geschlossen. Nicht so, Silas. Bei Anbruch der Nacht verschwinden alle Illusionen. Ich sehe deine Träume, ich schmecke deine Angst. Du bist nicht Morgana. Zeig mir, was du wirklich bist. Angst vor der Dunkelheit, Silas? Dunkelheit hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Tritt vor deinen Schöpfer, Dämon. Oha, müssen wir jetzt nochmal gegen Bosse kämpfen, gegen die wir schon gekämpft haben. Sowas mag ich ja. Und dann gleich gegen mehrere. Ich kann der nächsten nichts klauen, ja. Ist dann nicht das hier gut? Naja. Oh oh. Ups. Das war ja sowas von gar nichts gerade. Ich habe halt meine Ult gar nicht ready, sehe ich gerade. Ich dachte irgendwie, die ist ready. Warum ist die nicht ready? Wir haben doch jetzt so viel gekämpft. Oder muss ich die erst in diesem Kampf hier aufladen? Das geht voll langsam, gell? Ja.
war schon beim ersten Mal ein harter Kampf gegen Morgana. Drei Leben, das habe ich, oder? Das war voll gut, das hat richtig Schaden gemacht. Aber jetzt kommt diese. Jetzt geht sie so richtig krank ab, das war abartig. Alter, das war einfach krank, ey. Das war einfach krank. So, Leute, ich glaube, auch wenn es eine kurze Folge wird, glaube ich, dass wir da erst in der nächsten Mission weitermachen, weil ein kleines Gefühl sagt mir, dass es vielleicht noch ein bisschen dauern könnte gegen sie. Dass es noch vielleicht ein, zwei Runden dauern könnte, bis wir Morgana besiegt haben. Und ich frage mich, ob das dann tatsächlich alles war. Ich könnte mir echt vorstellen, dass danach nochmal was kommt. Also, dass noch andere Bosse oder so kommen, wer weiß. Wer weiß, wir werden es morgen herausfinden. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.